So, und dann gehen wir direkt rein, und zwar ins neue Spiel. Los geht's, Leute. Wir machen eine Kampagne. Und da freue ich mich schon drauf. Und zwar mit weniger Hilfe, I guess. Ja. Immer diese Fragen der Fragen, wen nimmt man denn? Das letzte Mal hatten wir ein Mädel gehabt. Diesmal nehmen wir einen Kerl. Wen nehmen wir denn? Sie? Diesmal nehmen wir einen Kerl. Sie? Mhm. Machen wir so, ne? Wer ist das denn? Okay. Ja gut. Noch nie gesehen. Ich sag einfach mal ja, oder? Captain Iglo hatten wir schon mal. Ich alter Knastdiener, diesmal will ich nicht im Knast landen. Vielleicht einmal im Leben. Sie guckt halt so sympathisch, finde ich. Was gibt es Neues? Weiß ich nicht. Ihn? Ich finde, der passt zu mir. Also das Einzige, was bei ihm ist, der ist ein bisschen länger und der guckt ein bisschen krummeliger. Ich muss noch ein bisschen üben. Ja, nein. Du guckst ein bisschen traurig. Ein bisschen bullig. Ja, das geht auch noch. Okay, ich glaube, wir haben jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. Wobei, er guckt mir zu ernst. So, wir haben zwei Auswahlmöglichkeiten, meine lieben Liebenden. Okay, wir haben doch drei. So, eins ist der da. Zwei ist der da. Oder drei, der nette Mann mit der Melone auf. Eins, zwei oder drei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. 3, 3, 3, 2. Na kommt, rein mit euch. 4, 3. Diesen einen Typen, der immer 4, 42 oder 69 schreibt, gibt's immer, ne? Gut, dann nehmen wir ihn. Komm her. Guck mal, der hat sogar grüne Augen. I love it. So, jetzt das Symbol. Jetzt ist die Frage... Erstmal, welche Farbe nehmen wir? Grün finde ich in Anno tatsächlich gar nicht so schön. Ich finde Purpur cool. Ich finde Orange eigentlich auch ganz nice. Ich will diesmal nicht so dunkel haben. Das ist auch noch ganz schön. Na, erstmal gucken, was für Symbol wir haben. Also die letzten drei sind bei mir in der engeren Auswahl. Nö, nö. Oh Herrgott, nee. 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 Nö. So ein Karpf? Oh, so ein Karpfen? Oh, guck mal, so ein Doppelkarpfen auf so einem bläulichen Hintergrund. Ah, klang geiler, als es dann tatsächlich aussah, ne? Aber auf Lila sieht das gut aus. Guck mal. Okay, das merken wir uns mal. Was gibt's noch? Nö. 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 Also ihr könnt gerne mal reinschreiben, was euer Liebling wäre. Nö. Tschuk, tschuk. Nö. Das ist eigentlich auch noch ganz cool. Guck mal, so ein Blau. Also ein bisschen schade, dass im Blau die Sachen so im Hintergrund verschwinden. Ja, das ist ein bisschen schade, dass sie einfach so verschwinden im Blauen. Ataxa, guten Abend, Hallöchen. Ein Baum, eine Fackel. Aber wir sind kein Pirat. Für kriegerische Spiele haben wir Warhammer. Oder so. Vielleicht. Das ist halt auch immer goldig, das hatten wir aber schon mal. Das ist auch irgendwie cool. Also Kommunismus, Verzichte, danke. Was soll denn das sein? Eine Rakete, die zum Mond fliegt? So ein bisschen, oder? Nö. Ja. Nee. Nee. Oder ein... Oh, der Wolf ist auch toll. 9. Die Quersumme. Oh, die Quersumme von den Anno-Spielen.
Das hätte eigentlich was, oder? Was gibt's noch? Haben die mein Lieblingsanno? Ja, 1404. Oh, ich bin jetzt echt am Überlegen. Okay, pass auf. Ihr dürft wieder mitreden. Eins für die neuen, die Quersumme bei allen Anno-Teilen. Oder zwei für den Karpfen. Eins für die Quersumme, zwei für den Karpfen. Ich find beides echt cool. Fällt mir sehr schwer, mich gerade zu entscheiden. Zwei. Na, kommt rein mit euch. Eins für die Quersumme, zwei für den Karpfen. Zwei. Ah, ja. Da seid ihr euch aber eindeutig einig. So, jetzt brauchen wir nur noch die Farbe. Ah, schwarz nicht. Ich trage zwar privat nur schwarz, aber im Spiel muss ja nicht sein. Nee. Oh, nee, Gott. Oh, nee, auf. Nee. Aber sowas von nee. Sind wir hier bei Slaanesh? Nee. Ich glaube, wir bleiben bei Purpur. Oder? Orange ist mir wieder zu knallig. Und in dem Blau. Also, ich finde das Blau eigentlich sogar ein Stück schöner als das Purpur. Aber ich finde, der Koi-Karpfen geht da drin einfach komplett unter. Deswegen nehmen wir Purpur. Ich fände den mutigen Wolf oder den standhaften Baum schön. Aber da eins oder zwei gefragt ist, die zwei. Der Wolf, meinst du? Ja, passt aber. Also, er sieht schon cool aus. Ich finde aber, er passt nicht als Wappentier. Weißt du, so irgendwie als Gemälde irgendwo wäre geil. Aber so fühle ich das nicht. Gut. Damit haben wir das schon mal. So, wie heißen wir denn? Angelos, guten Abend. Hallöchen. So, wie heißen wir denn? Gottlieb Zarsdorf. Hamishteaki. Ja, muss es wieder ein Butterbier werden? Was meint ihr? Wird es ein seit Ewigkeiten mal wieder ein Cedric tatsächlich? Mac Butterbier. Wie, das passt nicht. Na, wie habe ich das gemacht? Ja, das ist das Schöne an meinem Namen, den kann man auch schön abkürzen. Panda am besten einfach ins Discord hauen. Also ich hatte heute ein bisschen rumgefragt, das scheint leider keiner wirklich Lust zu haben. Am besten mal ins Discord hauen, ja? So, fortsetzen. Wir bleiben auf normal, grundsätzlich. So für mich als Butterbier, ne? Ist normal schon am besten. Oh, ich freue mich, Leute. Die Kampagne ist auch echt schön gemacht, ne? Da kannst du nichts sagen. Gibt ja viele dieser Art Games, wo die Kampagne echt ziemlich langweilig ist. Aber ich finde, in Anno 1800 ist die Kampagne echt toll gemacht. Und jetzt bringen wir sie auf YouTube, endlich. Wird Zeit. Falls sich ihre Züge verspäten, sind sie bei der Deutschen Bahn. Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Dynamitfischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Arbeit. Weißt du noch, Arbeit? Damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Da ist noch etwas Dynamit übrig. Was ist diese Arbeit? Guten Abend, Tio, grüß dich. Hi, dir, hoi, hi. Schön, dass du da bist.
Ja, dann geht's los. Arbeit, Arbeit. Wie ging denn das alles nochmal? Holen Sie Dynamit ab. Von hier, okay. Da hast du es. Aber sei ja vorsichtig. Mach ich. Ich glaube, ich sollte mich umsetzen in Anno, oder? Was meint ihr? So die Frage, weil hier rechts oben... Naja, wenn eventuell ganz hoch, oder? Ist das okay? Was meint ihr? Kann man das so angucken? Ja, oder? So, dann gehen wir mal angeln. Ich komme mir so hoch vor. Beste Fishing-Art. Beste Fishing-Art, ich sag's euch. Irgendwas mit Flossen sollte genügen. Ja, ich habe auch Flossen. Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Toll, jetzt sitze ich über dem Typen. Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Okay, das ist auch ganz, ganz schlecht, wo ich da sitze. Naja, das ist halt so bei einer Live-Aufnahme, Leute. Das ist halt so. Wann setze ich mich denn hier jetzt mal ohne Mist? Wir könnten die Kamera einfach drehen und mich dann hier rübersetzen. So hier. Jetzt müssten die Anno-Kenner von euch was sagen, ob da was im Weg danach ist. Ich glaube nicht, oder? Auf der Seite dürfte nichts groß sein. Das Wasser begeistert dich sofort wieder extremst. Das ist Hammer, oder? Hui! Du erkennst eine gute Gelegenheit. Danke. Es ist nicht der Sprengstoff, an dem es den Leuten hier mangelt. Okay, sie haben nichts zu essen, aber Sprengstoff. Fisch, frisch auf den Tisch. Kann man machen. Nö, kann man machen. Bei dem ersten Knall war mir schon klar, dass ihr es seid. Zeigt her, was ihr dieses Mal dabei habt. Leckeren, vergammelten Fisch. Dieser verbrannte Gestank. Gib her, was auch immer das ist. Und ich helfe dir, es loszuwerden. Ich wollte gerade gucken, ob man schon hier auf die Insel laufen kann. Das geht aber leider nicht. Ja, nimm den Fisch, bitte. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung. Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. Danke. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Familie. Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritterwürde beraubt. Wirst du uns beistehen? Ich bin jetzt, da Vater eingekerkert ist. Es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung.
Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal, wie wenige gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Ja, immer. So, guten Abend, Terror, und guten Abend, mein lieber Blindstar. Nein, ist kein Speedrun. Speedruns wirst du bei mir grundsätzlich nicht finden. Hi, guten Abend. Was, schön, dass du da bist. Du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Island? Weiß ich nicht. Immer. Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Hey, Torso, guten Abend. Hi. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Warte mal, dürfen wir jetzt schon? Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die zu uns stehen. Was? Das wusste ich gar nicht, dass du so früh schon auf der... Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Guck mal, ich wusste gar nicht, dass man so früh, noch bevor man richtig anfangen kann zu spielen, schon auf der Insel rumlaufen darf. Das ist ja cool. Also nochmal für alle... das Ganze wird für YouTube nebenher aufgezeichnet, für einen Zweitkanal, nicht für einen Erstkanal. Kommt deswegen zustande, weil auf dem Erstkanal die Woche noch ein neuer Total War Run neben den anderen LPs losgeht, ne? Und deswegen ist es eine Aufzeichnung für den zweiten schönen 1440p. Viel Spaß dabei, ne? Ist es ein Slow Run? Nein, Tosse, nee. Guck mal. Ey, von... Ey, das sieht ja richtig gut aus. Ich habe mir noch nie die Ruine angeguckt. Aber das sieht ja echt gut aus. Hey, Sir Adel, guten Abend. Tja, hi. Sehr schön. Ah, ich habe Lust auf den Run. Also ein- bis zweimal die Woche wird's kommen. Auf dem Zweitkanal etwa jeden zweiten oder dritten Tag eine Folge. So, dann lass mal gucken. Bauen Sie einen Marktplatz. Bauen Sie 10 Bauernhäuser und beherbergen Sie XY Leute. Machen wir. Das warst doch du, oder? Kampfkraft und Wendigkeit sind die Voraussetzung für jeden Kämpfer. Wo du recht hast, hast du recht. Bloß ein bisschen falsches Spiel. So, dann setzen wir mal den Marktplatz etwa hier hin. Mal gucken, wie sehr ich es diesmal verkacke, oder? Eben. Warte mal, Cedric, wir sind in Anno 1800 wieder. Das heißt, wir müssen ja alles mit dem Kontor verbinden, wenn ich mich nicht ganz täusche, ne? Kann aber auch sein, dass ich mich wieder ganz täusche. Machen wir eine Zweier- oder Dreierreihe? Wir machen eine Dreierreihe. Eins, zwei, so. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Naja. Wann habt ihr denn das letzte Mal Anno 1800 gespielt, Leute? Auch mit mir zusammen schon ein bisschen her oder erst vor kurzem? Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Reine Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz? Was soll das denn heißen? Reine Boshaftigkeit? Ja, vielleicht, aber hey, was soll das? Wenn du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Puh. Guten Abend, Kogin. Grüß dich. Hi. Noch nie? Dieser geizige, solltet ihr mal tun. Bastard. Der Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Okay. Gibt's hier keine Karte? Gab's hier keine Karte hier unten? Ah, die kriegen wir später, ne? Okay, ich hab doch, ich hab noch Holz. Ha! Da, 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 da.
Gott, ey. Ich weiß echt gar nichts mehr. Aber es ist auch nicht schlimm. Wir finden schon wieder rein. So, pass mal auf. Jetzt sind wir hier noch die Straße rüber. Und ich würde sagen, hier drüben... Obwohl... Ne, lass es uns diesmal alles ein bisschen anders machen. Hier drüben haben wir nämlich mehr als genug Holz. Guck mal. Die Tickets für die Twitch-Con sind da. Aha, danke Twitch. Was war das denn jetzt? Ploppt irgendein Random-Fenster auf. So. Warte mal, die kleinen Sachen können wir abreißen von Anfang an? Echt jetzt? Ach, krass. Ach, nur die großen im Laufe der Quest, ne? Okay. Puh, warte mal, aber das heißt... Ja gut, dann bauen wir doch hier drüben das Holz hin. Ich würde sagen, wir machen erstmal so 2, 3... Ja, so 2. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sandstorm. Ja, warte doch mal, Fräulein. Wir sind hier gerade, ne? Wir haben ja. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Ja, gedruckt hast du es trotzdem. Edward der Retter. Herr Edward Good spricht von einer goldenen neuen Ära für Good and Sons, wobei er tapfer die Bürde trägt, die sein verräterischer Bruder vor seiner Tür abgeladen hat. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns. Was für ein Trick. Was für ein Arschkeks, oder? Richtiger Arsch. Naja, das wird sich noch alles, ich sag's euch, das wird sich alles rächen. Hoffentlich. Nicht für uns. So, passt das? Ja, es müsste in etwa aufgehen. So, pass mal auf. Dann ziehen wir das einfach hier durch. So. Das müsste... egal. Ach komm, ganz ehrlich. Um ein so ein Feld ist es jetzt auch wurscht, oder? Finde ich schon. So, einmal so, einmal so. Dann brauchen wir einmal dich. Genau. Brauchen wir einmal dich. Genau. Baumfeld! Ja. Es ist, ich weiß nicht, Anno ist immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist Anno so ein richtiges, so nach Hause kommen, relaxen, genießen Spiel, oder? So ein bisschen schon. Guck mal, hier ist noch Platz für einen Holzfäller. Nicht Holzfäller für ein Segel. Warte mal, vielleicht einfach so. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in machen einem solchen Zustand befindet. Ja, das machen wir so. So, dann einmal. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Ah, ich hab... Ach so, ich brauche dafür erst auch Holz. Eieiei. Ja gut, dann holen wir uns erstmal Holz. Baumfeld! Ja, wart mal ab. Da werden noch die ein oder anderen Bäume fallen, glaube ich, in den nächsten Wochen. ist jetzt so eine grundsätzliche Vermutung, Lilo, ne? Also, so ein bisschen vielleicht. Ja, so ein Spiel, wo gleich mal der ganze Tag drauf ist. Ja, das ist ähnlich wie, finde ich, in Total War. Das machst du auch an und wirst nicht mehr fertig. Gib mir noch ein bisschen Holz, bitte. Na komm. Dankeschön. So, jetzt ziehen wir dich hoch. Dich. Und dich? Bretter, sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. Wow, meine Schwester ist ja so ein richtiges Lebetier, ja? Aber so richtiges Gute-Laune-Tier, möchte ich mal sagen. Sehr gut. Ich werde nicht versuchen, an den Sarg zu denken. Die Dame, die ist, ja, die ist dabei. So, dich sollen wir abreißen, machen wir. So, 2 Bauernhäuser würde ich gerne noch hier hinsetzen, wenn es geht. 2 Holzfällen. Guck mal, wir haben aber fast genügend Arbeiter schon. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Kommt drauf an. Kommt drauf an, wer es ist. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute kümmern. Je mehr Leute um dich herum sind, desto mehr lindert es den Schmerz. Also ich weiß nicht, es gibt auch genügend Leute, die bereiten mir Schmerz, wenn ich an sie denke. Ich meinte natürlich, ne, je mehr Leute, desto besser, Kappa. So, 1, 2. Dann machen wir hier noch eine Reihe unten, hier noch. Nach oben können wir ja nicht wirklich. Hier will ich dann jeweils so eine Leiste lassen, ne, für die Versorgungsgebäude, wenn ich mich recht entsinne. Brauchten die relativ viel Platz. Aber hier könnten wir rein, theoretisch. Genau. Guck mal, so hier. Dann kommt, oh ja, das machen wir so.
So, einmal durchziehen. Hier einmal durchziehen. Und hier einmal durchziehen. Lup. Lup. Na komm. Es will halt wieder nicht. Das merke ich mir alles. Hier einmal durch. Und hier einmal durch. Und hier einmal durch. Na ja, gut, die kann später weg, aber ist jetzt auch egal. Warte mal, dich vielleicht noch ein Stück verschieben? Guck mal. Es ist wenigstens an einer Stelle so ein bisschen bündig ist, wisst ihr? Wenigstens so ein bisschen bündig irgendwo. So, ich glaube, das passt so. So, alle hopp, hoch mit euch. Kann ich jetzt eigentlich... Wir haben ja... Hier, guck mal, Gebäudevariante. Ja, ja, Eisi, bis denn irgendwann. So, da hätten wir Weihnachten. Freiluft. Oh, sieht der gut aus. Oh, der sieht ja richtig gut aus. Stattlicher Markt? Oder? Weiß ich nicht. Naja, vielleicht für so eine Innenstadt oder so, aber so, nee. Prachtvoller Markt. Finde ich jetzt auch nicht so. Also ich muss sagen, dieser Freiluftmarkt ist am schönsten. Mit Abstand. So, erstmal ein paar mehr. Machen wir hier mal hoch. Darf ich hier bitte noch eine Straße bauen? Nee. Kann ich euch noch Optik geben? Können wir auch. Okay, pass auf. Wir geben jetzt alle unterschiedlichen Optik-Sachen einmal. Bauernhaus, das ist klassisch. Backstein hatten wir hier. Farbenfrohe Fassade hier. Kleine Unterschiede da. Okay, kleine Unterschiede, glaube ich, sollten wir mal ein bisschen mehr verteilen, dass man die sieht. So, und jetzt lass mal angucken, oder? Let's go! Das heißt, wir können bestimmt auch den Hafen verändern. Das wäre cool. Viel Spaß, Panda. Lass dir es gut gehen, ja? Gönn dir. Naja, weiß ich nicht. Ach nee, wait. Das war ja das Klassische, ne? Was stinkt denn hier wie alter Käse? Selber alter Käse. Oh, okay, doch, doch, doch. Ist so ein bisschen so skandinavisch, ne? Dieses Farbenfrohe. Okay, gefällt mir richtig gut. Für so eine Fischersiedlung vielleicht? Das ist auch ganz geil. Ja, das kleine Unterschiede ist okay. Es ist jetzt nichts, wo ich gerade denke, ja, aber es ist okay. Ja, und das ist halt Sie das Standard. Haben ein neues Zwischenziel erreicht. Weiß ich nicht. Wie findet ihr es? Achso, wait, wir haben den Markt gar nicht angeguckt. Ich weiß nicht, also ich finde jetzt nicht den Unterschied so gigantisch. Aber es ist eine schöne Ergänzung. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Ja, warte mal. Darf Lass ich hier rein? Diesem Ort ein wenig du darfst jetzt rein. Okay, das ist 10 von 10. Dass du auf den Markt dann... Mit den Tauben da hinten? Ja, doch, 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 doch. Und guck mal, da hinten sehen wir die Siedlung unseres Onkels. Ew. Und die schwarze Katze, ne? Wenn ich jetzt Geralt wäre. Nee, ich will mir keinen mit ihr hinter die Binde kippen. Ich kenne dich doch gar nicht. So, entfernen Sie das nächste. Okay. Dich oder dich? Dich. So, lass uns mal nebenher bitte noch einen Fischer bauen. Werden wir eh bald brauchen. Setz mal einfach hier ran. Blub. Komm her. Und dann einmal hier ausbauen. Einmal hoch mit euch. Jawohl. Wie viel haben wir noch? Noch 20? Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen. Und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Und saufen. Alles. Ja, und ja, verstehe ich ja. Saufen ist ja immer eine Option, ne? Hatten Sie in der Region 70% der Schnapsversorgung für eine Minute lang auf... Sollten wir hinkriegen. Und ein Wirtshaus bauen. Warte mal, das Wirtshaus können wir doch direkt bauen, oder? Bringt uns zwar jetzt wahrscheinlich noch nicht viel... Ah, nee, da brauchen wir noch Bauern. Hör mal. Dann machen wir das. Wir können ja eigentlich rein theoretisch das so machen, oder? Und dich jetzt hier oben ransetzen. Seht ihr? Passt doch. Passt, wackelt, hat Luft. So, dich theoretisch noch einmal hier. Und muss man halt später, ne, ein bisschen nachbessern. Aber grundsätzlich ist die Idee schon mal richtig. So. Mal hier oben passt halt nicht ganz dann später mal hin. Oh, ich liebe ja dieses Werkzeug in Anno, ne?
Das könnten sich so viele Spiele gerne mal abgucken. Dieses Werkzeug ist einfach 10 von 10. Und ja, ich weiß, dass es das nicht immer gab. Nehmen wir nochmal so ein Ding. Lupp. Komm her. Rein mit dir. Und hier lassen wir erstmal frei. Wolltest du auch gerade sagen, das ist super praktisch. Ja, ja. Also wie gesagt, man merkt halt aber auch schon, dass das jetzt nicht von Anfang an drin war. Was echt schade ist, ne? Das ist tatsächlich, wenn ich dann eines der alten Annos spiele, immer was mir direkt fehlt. Weil ganz ehrlich, das fehlt einfach. Hardcore fehlt das. okay, ihr seid dabei. Ja, das habe ich schon gelernt, dankeschön. Okay, pass mal auf. Den Alk machen wir wieder hier oben hin, würde ich sagen. Haben wir hier ein bisschen noch was? Guck mal, hier ist noch eine Ruine. Was bist du? Diese Ruinen sind so widerspenstig, dass die Bauern keine Möglichkeit haben, um sie abzureißen. Wait, die Bauern. Ja, wahrscheinlich braucht man dann die besseren, ne? Okay, hier ist weg. So, 53 Holz haben wir. Ja, guck mal. Können wir hier jetzt noch ein paar Leute ran schaffen. Und sobald wir das haben, würde ich sagen, gehen wir jetzt an den Alk, oder? Klingt nach dem Plan, ne? So, erstmal schön gerade durchziehen. So, und jetzt geht's los. Im Übrigen, ich weiß noch wieder nicht so genau, wie ich im Endspiel spielen will oder bauen will. Aber ich denke, es wird wieder eine Mischung aus Effizienz und Schönbau. Weil ich finde, jeweils nur das eine oder jeweils nur das andere für mich persönlich nicht richtig. Also, macht mir persönlich nicht genug Spaß. Ich mag es lieber, wenn beides gemischt ist. Wobei ich auch verstehen kann, wenn Leute halt für sich ganz klar sagen, hey, ich will einfach immer größer, immer weiter, immer mehr. Verstehe ich tatsächlich sehr gut. Gerade als Anno-Spieler ist das, glaube ich, eine Sache, die richtig ultra bockt. Ja, aber das ist in diesem... Es ist diesmal nicht der Anspruch dahinter. Zumindest nicht bei mir. Weiß nicht, wie es euch da geht. Seid ihr eher der Schönbauer oder eher der Effizienzbauer? So. Hab noch ein paar Felder zum Bauen. Ah, guck mal. Nee, sag nicht. Ey, das passt genau. Perfekt. Ja, dann lasst uns direkt noch ein zweites daneben bauen, bin ich ehrlich. Guck mal. Hier durch. Nur das eine oder das andere schaffe ich auch nie. Nicht? Ja, ich finde es interessant, wenn sich Leute dann halt auch solche Challenges setzen mit, keine Ahnung, x Millionen Einwohner oder so. Sowas ist schon grundsätzlich nice. Aber ich liebe es halt diese, wenn man solche Challenges spielt, dass die sich im Laufe des Runs entwickeln, wisst ihr? Das finde ich irgendwie für mich cooler. Eine Feuerwehr sollten wir auf jeden Fall hinsetzen. Ich weiß noch, dass die Dinger gerne mal explodieren, ne? Wobei, was bringt da eine Feuerwehr? Egal, wir bauen eine Feuerwehr hin. So, einmal connecten. Alles connecten. Anno halt. So, hoch mit dir. Hoch mit dir. Und hoch mit dir. Ich würde sagen, wir bauen jetzt jedes einmal. Obwohl, wenn wir, ganz ehrlich, Alk werden wir so viel brauchen. Komm, wir bauen einfach doppelt. Sofort. So, dann lass mal gucken. Ach so, warte mal, Marktplatz. Was, haben wir da nicht auch Optik-Kram? Nee, leider nicht. Paloma beirufen. Rufen Sie Paloma, um ihre Auswahl an Items aus der großen Galerie an ihr Konto liefern. Okay, was das auch immer ist. Hast du noch nie gemacht? Spielst immer einfach drauf los. Ja, muss mal probieren. Irgendwas fehlt immer. Irgendwas fehlt immer. Ah, warte mal, die Feuerwehr können wir aber verändern. Ist die normale Feuerwache? Oh, okay, die alte Feuerwache sieht ja geil aus. Oh, die sieht ja richtig gut aus. Okay, wir bauen erstmal hier noch eine Feuerwache hin und ich würde sagen, das Konterpart hier hin. Dadurch, dass wir aber erstmal eh nur hier drüben sind, reicht, glaube ich, erstmal die. So, und die machen wir direkt zu einer alten Feuerwache, ganz ehrlich, guck mal, wie geil das einfach aussieht. So eine richtig schöne Fachwerkfeuerwache ist halt richtig nice, ne? Kann ich eigentlich... Undank ist der Weltenlob. Ja, true. Aber kann ich... Ach, guck mal. Lol, das wusste ich noch gar nicht. Dass ich mit Umschalt sehen kann... Nee, das ist doch nicht, dass die happy sind.
Es ist einfach nur, ob die Feuerwehr in der Nähe ist. Ach, Bedürfniserfüllung bestimmt, ne? Oder? Was bedeutet das in dem Falle? Was auf jeden Fall ganz cool wäre, wenn ich mehrere auf einmal einfärben könnte. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Warte mal, vielleicht so? Doch! Ah, okay. Ja, sehr nice. Lass mal gucken. Nicht, dass das jetzt einfach trotzdem alles gleich aussieht. Ja, weiß ich nicht. Ach der, jetzt weiß ich, wen du meinst. Ja, mich, ne? Ja, doch, ist okay. Also die kleinen Unterschiede sieht man schon, ja. Jetzt lass uns aber mal noch gucken. Upsala. Wenn wir die ganze Siedlung einfärben, wie das farbige Thema dann aussieht. Vielleicht sieht das einfach geiler aus. Im Gesamten, wisst ihr? Oder Backsteine erstmal. Oh nee, oh nee, oh Igitt, Aber die Kosten, der Gedanke daran. Das war echt nicht schön. Und auch das farbige nicht. Ich zahle sofort deine Schulden. Ach, jetzt halt die Schniss. Es widert mich auch an, bin ich bei dir. Ich weiß nicht, um was es geht, aber wird schon so sein. Das was schade. Okay, ist krass. Guck mal, die kleinen Unterschiedssachen geben dir halt auch Bäume und so rein. Und das finde ich cool. Das finde ich echt cool. So, lagern Sie 4 Schnaps für Familienbande, machen wir. Passiert eh automatisch. 52. Ja, ich bin ready. Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Kein Problem, ich helfe gerne. Glaub nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Kein Problem. Oh Gott, wir sollten das umbauen direkt. Ja, wir sollten das direkt einmal umbauen nochmal. Hey, grüß dich, Blackheart. Alles gut bei dir? Na, Bim. Schön, dass du da bist, meine Liebe. Geht's dir gut? Ich hoffe mal. So. Ah. Machen wir so. So, besser. Besser. Nein, nicht besser. Ach du Drops, Cedric. jetzt ziehe ich das Ding mit. Warte mal. Kann ich auch pausieren? Ja. Achso, das bringt mir gar nichts, das Pausieren. Na ja, gut. Dann machen wir mal langsam. So. Muss mal kurz hierher. So. Genau, so. So, pass auf, dann machen wir hier einmal durchziehen. Okay. Hab ich das jetzt hier auch verrutscht? Nee, oder? Warum? Ah, die... Okay. Ja, okay. Alles gut. So, erstmal schnell verbinden. Deine Erkältung wird langsam besser. Das hört man gerne. Es sind derzeit viele krank, ne? Ja, Leute, gute Besserung. Wer ist denn alles krank in meinem Chat? Ich hoffe nicht zu viele. Gute Besserung, Leute. Ostern macht die Leute krank. Es ist halt echt so. Hier einmal durch. Jawohl. So, jetzt aber. Ja, besser. Ich würde gerne noch ein Viertel haben wollen direkt. Und jetzt sollten wir auch gucken, dass wir die Klamottenproduktion aufbauen. Die setzen wir auch wieder hier hinten hin. Achso, wait. Nee, erstmal das Wirtshaus. Sonst vergesse ich das wieder. So, blub. Jetzt passt's mir nämlich. Oh, hoffentlich gibt's da auch einen Style dafür, jetzt einen anderen. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Nee. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Ja, ist ja gut, meine Liebe. Schade. Das wäre cool gewesen, wenn das Wirtshaus auch einen anderen Stil, also eine andere Stilmöglichkeit gegeben hätte, ja. Aber hey, man kann nicht alles haben im Leben. Nur fast. Ha. War der schlecht? Der war schlecht, ne? 1, 2, 3. Wo ist meine Hand? Gibt's einen Shortcut für die Hand? Bestimmt, oder? Der wäre mal nice zu wissen. M? Okay, M. Ja, Cedric, vielleicht das, was Sinn macht. Oi. Ach, wie jetzt? Nein. Ach, bitte. Ach, nee.
Na komm, dann eins weiter runter. Schade, ich dachte, ich nutze jeden Millimeter. Und ihr seht, dass das klappte halt leider nicht. Vielleicht noch eins rüber? Nee, auch nicht. Gut. Eins. Und was, nicht mal hier oben? Ach, jetzt komm doch, veräppel mich nicht. Wieso nicht? Ja, geh du mal duschen, Odin. Bis später. So, einmal ein Feld hier hin. Sehr schön. Pass auf. Dann setzen wir hier, würde ich sagen, den Marktplatz. Jetzt gucken wir mal nach Weber rein. Da, 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 da. Naja, was soll ich sagen? Alles ein bisschen möb. Aber es sollte schon hinhauen. Wie ist eigentlich die Produktionslage? Lass mal gucken. 30 Sekunden, 30 Sekunden, 1 auf 1. Beim Alk, 30, 30. Okay, seht ihr? Läuft doch noch. Warte mal, dich können wir natürlich hochziehen, weil warum nicht? Ist ja kein Grund, das nicht zu tun. Hm. Einmal durchziehen, hier runter. Plupp. Sehr schön. Ah, warte mal, hier noch ein Stückchen. Plupp. Sehr geil. So, hoch mit dir. Hey. Hoch. Hoch. Hoch und hoch. Ich denke mal, jeweils zwei am Anfang sind ganz gut, oder? Mein Tag war so lala, muss ich dir gestehen. Aber ich bin jetzt froh, die meisten Aufnahmen der nächsten Tage im Kasten zu haben. Und mich morgen auch einfach mal auszuruhen. Einfach mal morgen Beine lang machen und einfach mal gar nichts machen. Cool. Ach ja. Anno ist einfach eine Schönheit. Jedes Mal wieder. Ich meine, was für ein Aufbauspiel hat das, dass man so rumrennen kann? Naja, Manorlords bald, ne? Was heißt bald, aber Manorlords dann. Das wird auch cool. Das werden wir auch totsuchten, sage ich euch jetzt schon. Oh, wir haben eine Quest. Gucken wir gleich mal. Aber erstmal noch ein paar Häuser bauen. Blub. Blub. Sehr schön. So, was habt ihr für Aufgaben? Ihr Lumpen und Lumpininnen. Warte mal, kann das sein, dass ich noch langsam... Oh, ich bin ja noch auf langsam. Sag das doch mal jemand. Eieieiei. Wo ist denn jetzt die Quest? Ach, die kann ich so nicht annehmen. Und wie war deiner, Black? Jeden Tag eine gute Tat? Ja, jeden Tag eine gute Tat. Mein Mann ist ganz jeck nach der Feuerwehr und will unbedingt Feuerwehrmann werden. Wenn er groß ist, ihm würde viel... Was? Wenn er groß ist? Ach, dein Kind, nicht dein Mann. Ja gut, ist ja fast das Gleiche. Es würde ihm viel bedeuten, wenn sie ein Foto von ihm vor der Feuerwache machen würden. Das kann er sich dann über sein Bett hängen. Machen wir. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Aha. Ja, nee, warte mal. Ich muss hier... Es scheint, als wären wir mit muss hier erstmal was anderes machen. Für Edward nicht alleine. Da. Ja, es war eigentlich mal nur ein Easter Egg, Blackheart, tatsächlich. Naja, ist jetzt nicht das schönste Foto, aber muss reichen, hä? Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Mäh. Oder mäh. Das könnt ihr doch nachvollziehen. Warte mal, wir machen mal die Kamera noch ein Stück hoch. Oh, wait, warte mal, stopp. Ja, Leute, damit müsst ihr heute ein bisschen leben. Wenn das halt live ist, dann ist das so. Dann nochmal kurz so. Jawohl, dankeschön. Ich habe gerade gesehen, Schriftzug und alles. Es ist niemandem aufgefallen. So, einmal transformieren. Und horizontal. Passt. Hast die Woche Urlaub? Ja, dann einen wunderschönen Urlaub, meine Liebe. So, machen wir mal weiter. Einmal abreißen, ja. So, was ist jetzt die Quest? Benachrichtigungen nicht, nein. Events auch nicht. Aufgabenbuch. Einrede einer schlechten Beziehung, okay? Warte mal, wir können hier gerade noch das Holz aufnehmen. Lass uns gerade das erst noch fertig zeichnen. Bin ich ehrlich mit euch. Lup. Lup. Ah, guck mal. Oh, endlich. Bei sowas rastet mein Monk immer aus. Aber wirklich immer. Einmal runter. Jawohl. Hier noch einmal durch. Passt. So. Hier die Straße weg.
Und jetzt können wir schnell den ganzen Kram machen. So, plupp. Stinkender, fauliger Dreck. Wer schreit denn da ständig? Du hier ran, du hier ran und du hier ran. Passt's? Das passt. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Wow. Ja, hab ich. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, vier Säcke und zwar volle. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist das Arschloch von unserem Onkel? Also, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sag, aber was ist denn das für ein Stück Dreck, der Mann, oder? Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Okay. Eins, wir sollen 5 Leute finden. Ach, guck mal, das Einrad. Miau. Eins. Wo sind die anderen? Hier sind nochmal welche. Streik. So sieht's aus. 2. Der nervt dich auch immer. Ja, nervig finde ich ihn nicht. Es ist einfach ein Stück Scheiße, der Mann. Also nervig, da finde ich nicht. Er ist einfach nur ein Arsch. 3. Jetzt brauchen wir noch 2. Da. Sind noch welche? Ein Leben fernab von Edward? Ja. Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Okay. Ja, dann los geht's. Jetzt? Achso. Hoch erfreut, Sie kennenzulernen. Und das wie die Wahrheit oder etwas ganz die Hannibal in meiner, unserer Zeitung drucken dürfen. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Das glaube ich. Ja, los geht's. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid, der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Ach ja, jetzt mal ehrlich, wer solche, angeht, wer so eine Familie hat, ja? Wer braucht denn dann noch Feinde? Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Okay. Ja, mach das mal, Blackheart, meine Gute. Mach das mal.
So, machen wir mal weiter. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Und wir haben das erste Schiff. Und im Übrigen, genau wie in Warhammer, könnt ihr ja auch hier Sachen benennen. Ihr könnt die Hauptinsel derzeit benennen und das erste Schiff. Über die Kanalbelohnungen. Einfach mal gucken, ja? So, du gehst mal durcherkunden und dann kommst du wieder hierher. Gut, lass mal gucken. Wie viele Fische haben wir denn? Es gab doch da... Oh, guck mal. Das ist schon mal gut, aber das wollte ich nicht. Was war denn... Statistikfenster? Es ist Straße... R ist das, T war Trading, klar, F, G, Q, Umschalt, Q. Ich dachte, es wäre irgendwie was mit Q gewesen. Ah, STRG, Q, sowas. Lass mal schauen. Ja, Fische werden langsam knapp, würde ich mal sagen. Pushen wir erstmal ein bisschen den Fisch, wa? Hoch mit dir. Ausbauen zum Arbeiterhaus 1, machen wir. Wieso kann ich dich nicht aus? Wollte schon sagen, hoch mit dir. So, da ist es schon. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Aber ich glaube, ich will doch die Symbole wieder ausgeblendet haben, oder? Ist nicht so schön. Ist nicht so immersiv. Backsteinhaus? Okay, wir gucken uns die mal an. Warte mal, erstmal die Symbole weg. Das ist ja hässlich. Optionen. Wo war denn das? Bei Spielablauf, oder? Genau, Ausbausymbole. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Ja, warte mal, warte mal. So, das ist... Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Warte mal, stopp. Wir machen das jetzt mal anders. Lasst uns mal erstmal ein ganzes Viertel ausbauen und dann gucken wir uns ein ganzes Viertel an, oder? Was meint ihr? Klingt nach einem besseren Plan. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Also ich muss sagen, diese Backsteindinger sind echt nicht so geil. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Das war jetzt schon bei den anderen Häusern so der Fall. Farbenfrohe Fassade. Ja, ja, schon deutlich eher. Kleine Unterschiede. Ja, okay. Und belebte altes Wohnhaus. Oh, das ist so richtiges Fachwerk, ne? Oh, das ist Liebe. Oh, sowas ist so Liebe. Ich liebe ja Fachwerkhäuser, ja. Oh, was? Ist einfach schön, ey. Okay, das ist... Okay. Ja gut, das Dach, das schwebt halt ein bisschen. Ja, ist eine moderne Form der Isolation, ja. Es ist so hart isoliert, dass schon alles durchgeht. Ja, doch, doch, doch. Ich glaube, das lassen wir, oder? Moin. Nee, doch, ich glaube, wir lassen das so. Ja. Okay, cool. Dann, würde ich sagen, wir haben unsere Arbeiterhäuser gefunden. Finde ich gut. Lass mal schauen. Was können wir denn jetzt Neues bauen? Nee. Erstmal Verschönerung, ne? Erstmal das Wichtige. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal jetzt mal um ordentlich Lehm. Dann räumen wir hier das weg. Und dann bauen wir hier, wisst ihr, den Lehmkram hin. Hier eine Grube. Und ich glaube, eine Grube auf zwei, oder? Dann hier noch ein. Und dann kannst du hier vorne den Marktplatz hinstellen. Oder nee, wartet mal. Wir machen das eher nach unten. Und dann können wir nach oben dann irgendwelche Farmen oder so mal später hinbauen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Ja, das machen wir. So, pass auf. Einmal rüberziehen schon mal. Seid ihr fertig? Immer noch nicht. Ihr Faulenzer, sag mal. Aber richtige Faulenzer. Das mal weg. Warte mal, es passt da nicht zwei ran, oder? Nee, komm, never. Es wäre cool, aber glaube ich nicht. Oh, da waren sogar Ziegelsteine. Schön. Nee, passt nicht. Egal. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Und dann brauche ich ein Lagerhaus. Dich setze ich hier ran, mein Guter. Sehr schön. Oh, gefällt mir. Oder? Doch, kann so bleiben erstmal. Hoch mit dir, hoch, hoch, hoch. Und wir haben schon wieder 40 Arbeiter zu wenig. Eieiei. Und Holzprodukt. Soll ich vielleicht mehr Holz anbauen? Ich meine, wir haben eine doppelte Produktion. Ich dachte eigentlich, das reicht, aber scheinbar so gar nicht, ne? Scheinbar leider so gar nicht. Kann man nichts ändern. Wohl wahr, kann man nichts ändern. So, einmal hoch. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Okay, mach das.
Warte mal, werden die neuen Häuser automatisch dann auch Fachwerk? Nee, leider nicht. Wisst ihr, was cool wäre? Wenn das komplett, also wenn der sich komplett durchmixen würde, die Style. Also, dass du das gar nicht mehr selber machen brauchst, sondern dass du einfach einstellen könntest, hey, mach das jetzt einfach mal in dem Stil so grundsätzlich oder so. Das wäre cool. Papa, guten Abend. Schön, dich zu lesen. Hey, grüß dich. Alles fit bei dir? Hi. Hey, der stattliche Markt wird es wohl nicht werden. Ich bin ehrlich, also... Der Freiluftmarkt ist das Schönste. Ja, der Freiluftmarkt ist das Schönste. Zumindest in der Entwicklungsebene, wo wir gerade sind. Später vielleicht mal was anderes. So, machen wir ein bisschen schneller. Ja, passt soweit, Papa. Danke der Nachfrage. Danke, mein Guter. Da oben ist ja noch Holz. Was? Komplett? Oh, wir können die restliche Insel mal noch nach Ruinen absuchen und den Rest jetzt entfernen, wa? Machen wir. Ich bin Heshuo, Prinzessin Xing. Moin, Xing. Mein Vater und meine Mutter sandten mich als Botschafterin in diese Gefilde. Das ist ja schön. Das ist ja toll, Mensch, Mädel. Hör mal. Freut mich. Schön, dich kennenzulernen. Wer bist du nochmal? So, dann ziehen wir das mal hoch. Und Papa, ein bisschen Lust auf Anno heute? Ich hoffe mal. Auf Anno-Kampagne natürlich bei mir. Ist ja klar. Also wenn, dann Kampagne Singleplayer bei mir. So, ihr kommt bitte noch alle auf mittelalterliche Gebäude, weil ist einfach geiler. So, und dann würde ich jetzt tatsächlich aber relativ schnell die Straßen in Steinstraßen haben wollen, dass es halt zum Stil passt, ne? Lass mal gucken, was ist denn... Was sind Stempel? Keine Einträge, okay. Ja, das ist halt manchmal so. Dann. Kannst ja den Rest auf YouTube angucken. Apropos YouTube, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.